Testen jetzt das Nokia 1208. Vom Design richtig schön handlich, doch relativ flach. So, jetzt gucken wir mal, der Display sieht so aus. So, jetzt testen wir mal. So, wenn wir das Gerät ausmachen, drücken wir lang die rote Hörertaste und aus. So, hier hinten sieht es auch ganz praktisch aus. Ein kleiner Akku, schön flach. So. Hier kommt die Karte rein. So, ist also relativ handlich und leichtes Modell. Akkudeckel auf. Kommt da die Karte rein und der Akku. So, dann hätten wir lange die rote Taste gedrückt. Geht das an. Geben wir unseren PIN ein. Es fährt hoch. So. Und fertig. Das war unser Testbericht vom Nokia 1208. Ja. Unten dünne Nokia-Ladebuchse. So. Bisschen angeschmort. Aber ansonsten schönes Gerät. So, das war's mit unserem Test.